Am 29. November fand in Bad Muskau der Tag der Sicherheit statt. Zum Gelingen dieses Tages trugen die Polizeibehörden, der Bundesgrenzschutz sowie Rettungsdienste, Feuerwehr und Behörden mit ihren ganz speziellen Aufgaben bei. Eine spektakuläre Demonstration führte die Feuerwehr um 14 Uhr dem interessierten Publikum vor. In erster Linie ging es darum, ein brennendes Fahrzeug zu löschen und die Personen zu bergen. Der Schrotthaufen, dem hier noch einmal die Ehre der Öffentlichkeit zuteil wird, hat wohl in seiner letzten Fahrt Bekanntschaft mit einem strammen Betonmast gemacht. Nun darf er halb Mahnung und halb Demonstrationsmodell sein. Eines sei vorweggenommen, Löschen und Bergen der Personen dauerten kaum 8 Minuten. Eine verhältnismäßig geringe Zeit. Für einen verunglückten Fahrer müsste sie unendlich lang sein. Mit brachialer Gewalt arbeitet sich die Spreizzange durch das Blech und manch Zahnarzt wurde vor Neid erblassen über dieses gesunde Beißwerkzeug. Nach weiteren 10 Minuten ist dann aus einer Chrysler Limousine ein Cabrio geworden. Den Bastlern aber ist diese Maßnahme nicht zu empfehlen. Und den Kameraden der Feuerwehr wäre es lieber, sie brauchten dieses Werkzeug niemals einzusetzen.